Ja, hallo und herzlich willkommen bei der Freien Presse. Letzte Woche gab es leider keinen Film, weil ich hatte ein bisschen Probleme mit der Verdauung. Ich habe irgendwas gegessen, wahrscheinlich, was nicht mehr so gut war. Auf jeden Fall war ich verhindert und das holen wir jetzt auf jeden Fall nach. Heute ist der letzte offizielle Spaziergang in diesem Jahr. Und wir sind nicht alle da, weil ein Teil in Berlin war und heute erst auf der Rückfahrt ist. Ich hoffe, dass alle gut wieder nach Hause kommen. Denn es war ja heute Morgen doch recht glatt und ich denke mal auch Richtung Norden bzw. Osten. Berlin dürfte also auch nicht so ganz ohne Eis gewesen sein. Deswegen hoffe ich, dass alle gut und heile wieder ankommen. Ja, wir sind wieder an der gleichen Ecke hier. Die blöde Teststation, die steht hier ja immer noch. Ansonsten das Bild hier kennt ihr. Und ja, wir lassen uns einfach überraschen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich muss gerade feststellen, dass der Mann, der normalerweise nicht verantwortlich ist, heute krankheitsbedingt nicht kommen kann. Also bin ich heute nicht verantwortlich. Normalerweise hatte ich jetzt immer einen Lautsprecher dabei. Heute habe ich eine Thermoskanne mit Glühwein und Tassen und ich habe festgestellt, der Bollerwagen ist jetzt ums Fünffache schwerer. Also da schlage ich vor, wir wärmen uns gleich, dann gehen wir los durch die Stadt, machen vielleicht noch eine Pause zwischendurch. Wie wir gehen, könnt ihr entscheiden. Und wir hatten gedacht, kommen mir immer Leute von weiter weg hier hin. Aus dem Hunsrück, aus dem Birkenfeld. Ich komme aus Gornhausen, ich habe jetzt nicht so weit. Den wollte man ein kleines Präsent machen. Können wir aber auch zwischendurch. Und es wurden auch noch mal zwei Hasenkostüme gespendet. Da würde ich mich auch recht herzlich bedanken bei der Margit? Ja. Ja, okay. Danke, Margit. Sind noch welche übrig? Findet sich vielleicht jemand, der nächste Woche dann im Hasenkostüm gerne mitgehen möchte? Also wir haben jetzt noch zwei übrig. Wenn du ein braunes hast, ja. Ja, okay. Ich hatte ja schon mal ein schönes braunes. Ah, dann würde ich sagen, wir stärken uns gerade oder wärmen uns ein bisschen auf und dann gehen wir durch die Stadt. Jupp. Zudem habe ich gerade festgestellt, am nächsten Montag ist ja noch Feiertag, Weihnachten. Da fällt der Spaziergang anscheinend aus. Gut. Man hat ja genug Stress zu Hause oder mit der Verwandtschaft an den Allerdings. Dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Und so weiter, Pflegefall. Und jetzt mittlerweile ist die Frau zu Hause. Es klappt wunderbar. Ein Pflegedienst hat sich auch eingestellt. Und die Frau ist aber COPD-Patientin. Da hat der Pflegedienst darauf bestanden, einen PCR-Test, also einen Corona-Test zu machen. Nein, sie haben so ein paar Tage gepflegt und dann haben sie gemeint, wir machen jetzt hier mal einen Test. Er hat den Test daheim, sonst hätte ihn das 15 Euro gekostet. Dann hat sie den Test gemacht, den er hatte, und hat gesagt, er ist positiv. Dann hat er darum gebeten, dass sie einen zweiten Test macht. In der Zeit hat er den einen Test fotografiert und mir geschickt. Der zweite Test hat sie auch gemacht und sie hat gesagt, er ist positiv. Währenddessen habe ich dieses Bild gesehen und habe gesagt, er ist negativ. Habe ihm das auch weitergeschickt. Die Pflegekraft bestand darauf, er sei positiv. Auch der zweite sei positiv. Und sie würde das nächste Mal nur noch kommen,
mit Vollschutzmontur. Jetzt hat dieser Mann natürlich Angst gehabt, 10 Tage vor Weihnachten, alle Nachbarn sehen das. Und er hat gesagt, ich will das nicht. Gut, dann habe ich halt gesagt, okay, ich helfe euch so lange aus, bis er das klärt. Am nächsten Tag, abends spät, kam der Hausarzt. Er hat ihn gebeten, bitte macht einen Test. Der Hausarzt hat den Test gemacht, hat gesagt, er ist negativ. Hat dann in die Dokumentation einen großen, richtig schön was reingeschrieben. Das Ende steht noch aus. Aber wenn jetzt jemand denkt, das ist jetzt vorbei, es ist noch lange nicht vorbei. Die Drangsalierungen gehen weiter und erst recht bei den Leuten, die sich nicht wehren können. Die zwei sind halt schon fortgeschrittenen Alters und es war ihm einfach nicht klar, wie sieht ein positiver Test aus. Und die belügt ihn 2-mal in Folge. Also nur wenn einer jetzt hier denkt, das war ja, wir nächstes Jahr gehen wir nicht mehr. Je nachdem, wie er es jetzt auch sieht im Internet, es ist noch lange nicht vorbei. Ich finde es aber gut von dem Hausarzt. Ja, das mag sein, aber der hat ja nur seine Pflicht getan, weil er konnte das nun auch nicht. Das Weitere ist, ich bin Betreuerin bei Menschen in Einrichtungen für Behinderte. Auch die werden weiter drangsaliert. Die werden weiter jetzt für die 4. und 5. Boosterimpfung drangsaliert. Denen wird erzählt, ihr dürft nicht in die Werkstätten. Ihr dürft nicht mit den Bussen fahren. Und wenn ihr raus wollt, müsst ihr, wenn ihr wieder reinkommt, euch testen. Aber dann müssen die Angehörigen auch auf die dann. Ja, wenn es dann welche gibt. Also, ich kann euch nur sagen, es ist noch lange nicht vorbei. Die sogenannten vulnerablen Gruppen in Altenheimen, in Pflegeheimen, die daheim den Pflegediensten ausgeliefert sind, die leiden weiter. Auch wenn wir jetzt hier irgendwie da durchgeschlittert sind und die einrichtungsbezogene Impfpflicht für das Personal vielleicht jetzt zum 31.12. ausläuft. Das mag ja alles sein. Damit ist es noch lange nicht vorbei. Die Leute, die wirklich auf Hilfe angewiesen sind, die brauchen auch noch unsere Präsenz auf den Straßen. Und wie wir das jetzt wirklich auch weitergeben können, auch an die Passanten, dass sie es kapieren, dass es noch nicht vorbei ist. Da wäre es schön, wenn wir Ideen entwickeln könnten. Aber das wollte ich nur einfach mal gesagt haben, aus meinem Erfahrungswert. Hast du denn das Gefühl, dass mehr Leute machen werden? Bin ich Hellseher. In die Köpfe schaust du nicht rein. Aber ich komme gerne zu euch und ich komme auch gerne hier in die Gruppe, einfach deswegen, weil ich hier einfach frei reden kann. Das kannst du immer noch nicht überall. Das habt ihr selber auch schon erlebt. Wenn ihr mit euren Fragen oder mit euren Sachen, die ihr im Internet lest, und das, was ihr euch anlest, kommt, dann seid ihr immer noch Schwurbler, dann seid ihr immer noch die Blöden, dann seid ihr immer noch die, die da rumfantasieren. Ich bin in der privaten Pflege tätig, betreue noch 2 ältere Menschen, 2,98 und noch den Sohnemann, der ist ja, also ich rede da ganz offen und ehrlich, weil ich noch habe keinen Wunsch. Ich weiß, dass sie weiter weg über den verkauften Grund. Das ist alles meiner Meinung. Lassen Sie die Grippeimpfung jetzt auf die Göttlose. Ja, ihr wisst ja sicherlich, ihr habt das alles gelesen. Ich brauche das, was ich euch das jetzt hier sage. Es ist völliger Blödsinn, weil ihr wisst das alle. Ihr wisst, dass sie die mRNA-Impfstoffe jetzt auch für die Gürtelrose-Injektionen und auch für die demnächst folgenden Kinderimpfungen einsetzen werden. Genau, wenn die mRNA durchkommt. Ja, natürlich, das haben sie ja gesagt. Ja, also von daher gesehen, es ist nicht vorbei. Aber die Leute sind so verblendet, sind so einfältig, sind so eingelullt von irgendeiner WM, dass sie es einfach nicht kapieren. Und hinter ihrem Rücken werden da Gesetze durchgeschoben, eins nach dem anderen. Und dann werden sie irgendwann, das ist jetzt wieder neu. Ach, was? Ne? Haben wir gar nicht mit. Vor allen Dingen wissen sie nicht, dass sie auch fragen müssen, weil der Bericht doch machen. Okay, das ist das Nächste. Wenn sie fragen, was ist im Impfstoff drin? Die meisten können es doch nicht zuordnen. Was sind Lipid-Nanopartikel? Nein, aber mRNA. Die mRNA ist in den Lipid-Nanopartikeln verpackt, damit sie diese Zellen überhaupt, die Zellwände überhaupt durchbrechen können. Alles,
wissen wir. Aber die Allgemeinheit nicht. Aber gut, das wollte ich nur einfach sagen. Es ist noch lange nicht vorbei. Okay, schönen Abend. Da war eine Frau, die hat gesagt, sie war im Aldi kaufen, war an der Kasse und die Kassiererin sagt einmal, ach übrigens, ich bin ungeimpft. Kassiererin? Ja, aha. Und die Frau, die eingekauft hat, sagt dann auch, ach übrigens, ich bin auch ungeimpft. Und die Nächste in der Reihe sagt dann, ach übrigens, ich wünschte, ich werde nicht geimpft. Und die Nächste, ach übrigens, ich wünschte auch, ich werde nicht gehen. Also ab und zu, also werden immer mehr, die was merken. Da will ich noch gerade folgende Anekdote erzählen. Ich war bei meinem Hausarzt, das ist ein vernünftiger Arzt, da brauchst du keine Maske, gar nichts. Da sitze ich im Wartezimmer. Viele mit Maske, unter anderem auch eine Frau mit Abstand zu mir, rechts, ne? Und links dann eine junge Mutter mit ihrem Kind, so anderthalb, zwei Jahre alt, fordert mich die Frau rechts an, ziehen Sie doch bitte eine Maske an. Habe ich gesagt, das geht nicht, darf ich nicht, ich bin impfgeschädigt. So. Kein Mensch reagiert, nur die junge Mutter, die hat gelacht. So, ihr Lieben, wir werden jetzt noch mal eine Runde über den Weihnachtsmarkt drehen und lassen uns jetzt einfach mal überraschen, wo wir heute überall lang gehen oder nicht lang gehen. Alles klar. Fest in seiner Hand und
bis wir uns wiedersehen. Halte Gott dich fest in seiner Hand. Für die Straße, die du gehst, immer nur zu deinem Ziel heran. Auch wenn es grün wird, warme Gedanken und den vollen Mond in dunkler Nacht. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Hab unser Kopf ein weiches Kissen, habe Kleidung und das täglich Brot. Sei über 40 Jahre im Himmel, bevor der Teufel merkt, du bist schon tot. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Bis wir uns mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt. Er halte dich in seinen Händen, doch drücke seine Faust dich nicht zu fest. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Aber das ist die Messungsgrund, der so oft doch, wir sind diszipliniert. Ganz kurz mit dem Kleinbetrieb, oder nee? Komm wieder auf die Straße, komm wieder auf die Straße. Thank you.